sage nochmal Danke. Sie werden es merken auf den Stationen, gerade diejenigen von Ihnen, die noch nicht hier waren. Sie werden es merken, wie sehr die Kinder und auch die Angehörigen, die Eltern an dieser Stelle sich freuen, wenn sie hier hinkommen. Als ich auf die Station kam, wusste ich nicht, dass der FC hier jedes Jahr vorbeikommt. Aber seitdem wir das wussten, waren wir eigentlich immer so mega geil und hoffentlich bin ich da und hoffentlich passt das, kriegen wir irgendwie das Datum mit, dass wir dann auch hier sind und ja, und das ist dann auch Zufall, wie es der Zufall will, hat es dann auch funktioniert und ja, wir waren alle da. Weihnachten können Sie in die Tonne treten hier. Der Nationalfeiertag ist der Tag, an dem der FC hier herkommt. Es ist wirklich so. Also es ist nicht übertrieben, es ist der allergrößte Tag, den es hier gibt. Die Leute sind schon vorher, fragen sie, wann sie kommen. Ja, alle hängen sie an den Fenstern, gucken, wann kommt der Bus. Wir haben, habe ich gehört, hier Patienten, wo Familienangehörige über 200 Kilometer angereist sind, ja, bloß um sie zu sehen. Ne? Und die haben sich einen Urlaubstag genommen, ja? Einfach bloß, dass sie merken, was sie für einen Rückhalt aus der Bevölkerung haben. Es war einfach ein mega Erlebnis, wenn man die, ja, die Leute einfach so hautnah sieht und dann auch die teilhaben an dieser Geschichte, an dieser Prozedur, die man hinter sich dann hat und die man vor sich auch noch hat. Und ja, dass man dann auch einfach merkt, dass irgendwo auch selbst für die Profis Fußball nicht alles ist und trotzdem alles geben und immer total viel investieren. Und ja, es ist einfach mega cool, diese Nähe, diese Menschlichkeit einfach zu sehen. Und im Stadion sind die halt so klein. Ne? Ich glaube, dass wir uns in solchen Momenten total bewusst sind, welches privilegierte Leben wir führen dürfen und mit welchen kleinen Gesten. Ja, das kostet uns ja nur Zeit, ja, und ein bisschen Einfühlungsvermögen, um durch die Gänge zu gehen, die Kinder in ihren Zimmern zu besuchen und dann schon ein Lächeln zu erzeugen bei den Kindern. Das gibt uns unglaublich viel natürlich auch zurück. Nicht nur, dass wir den Kindern was geben, sondern es gibt uns auch was. Und deswegen sind das so Termine, wo ich denke, das sind die Sachen, die das wahre Leben ausmachen. Ne? Und das den Jungs immer wieder auch so klar zu machen und Dinge zu relativieren, was wichtig ist. Das war nicht nur für die Jungs schön, unsere Jungs, natürlich für die Kinder, die hier sind, glaube ich, auch ein schönes Erlebnis. Bestimmt sehr, sehr schwer. Ich habe zwei Kinder und für mich ist jedes Jahr, wenn ich hier komme, tut mir weh. Aber ich bin froh, dass wenn du hier kommst, die Kleine kann ein bisschen lächeln und das ist wichtig. Aber ja, jetzt ich gehe nach Hause und nehme ich meine zwei Kinder mit und heute Abend, die darf mit mir schlafen.